Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Ja, ihr seht, ich habe richtig Bock drauf. Richtig doll Bock. Ja, wir klappern jetzt immer am Anfang die ganzen Räume ab und dann werden wir uns ja sehen. Oder dann werden wir sehen, was uns erschrecken wird. Lalala. Ein Schlüssel jetzt schon. Okay. Kommen wir damit vielleicht wieder raus? Wir wurden ja... Ich weiß nicht, ob es die letzte Aufnahme war, aber wir wurden ja wirklich eingesperrt. Also, ach, wir kriegen die Türen so nicht zu. Ich muss immer dran vorbei. Wir wurden ja wirklich eingesperrt, aber... Nope. Dann wird es wahrscheinlich die sein. Das war die einzige verschlossene Tür, die wir hatten. Boah, und hier wird gleich Licht angemacht. Licht, Licht, hallo, Licht. Batterie. Wir können nie genug Batterien haben. Aber ich glaube, die kann auch nur 5 einsammeln. Ja, ein sehr lustiges Dreirad. Wer wirklich Horrorfilme kennt, der weiß, dass sowas, so ein Fahrrad schon echt gruselig sein kann. Okay, wir haben eine Zange, Kerzen. Ich glaube, die sind jetzt auch voll. Hallo? Ich habe schon 10 Streichhölzer. Alles klar. Für mehr hat sie einfach keine Kraft. Die gutste. Das kann ich auch nicht öffnen. Dieses Fahrrad macht mich ein bisschen kirre. Batterien. Davon haben wir noch nicht genug. Und mehr können wir hier nicht machen. Mehr ist hier nicht. Na, ist noch eine Kerze, aber wir haben ja, glaube ich... Ich habe bereits 5 Kerzen. Die Zange kann eigentlich nur für 1 sein. Die kann eigentlich tatsächlich nur für das Telefon sein. Also nicht wundern, ich hab die Folgen jetzt erst geschnitten und dadurch hatte ich es noch relativ gut im Gedächtnis. Ja, Inventar war das und dann mach mal. So, das Kabel ist wieder dran. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich habe Angst, dass hier jeden Augenblick irgendwer neben mir steht. Okay, mal gucken. Hier ist der Polizeinotruf. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo? Mein Name ist Victoria Miller. Ich bin in meinem eigenen Haus eingesperrt und hier gehen merkwürdige Dinge vor. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, ich bin hier und ich höre Sie. Bitte, ich brauche Hilfe. Hallo? Hallo? Hören Sie, diese Leitung ist nur für Notfälle gedacht. Das ist ja auch ein Notfall. Bitte, ich brauche Hilfe. Bitte, rufen Sie nicht erneut grundlos ja. Mist. Gut. Warum lachen Clowns eigentlich immer so seltsam? Oh Gott, ich bin wieder mega angespannt, Leute. Das ist der Wahnsinn. Und ich erschrecke mich jedes Mal vor meinem eigenen Feuer, was ich gelegt habe. Okay, jetzt nichts. Ein Zettel! Oh, und wir haben die Runde ja super schnell erledigt. Vor allem das Lachen, ja, das ist auf mein Ohr gerade unglaublich unangenehm gewesen. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber wenn man es halt direkt am Ohr hat, dann sind solche Geräusche echt creepy. Den ganzen blöden Abend bin ich durch das Viertel von Union Hills gekurvt, um festzustellen, dass die Störung von einer Oberleitung ausgeht. Irgendein Komiker hat tatsächlich den Verteilerkasten für die Telefone zerschmettert. Wer klettert den Mist hoch und macht sowas? Ein Komiker. Den ganzen Abend konnte niemand telefonieren. Den Kasten konnte ich erst am nächsten Morgen bei Tageslicht reparieren. Entweder es war nur ein Fall von simplen Vandalismus, oder jemand wollte gezielt verhindern, dass Telefonate in Onion Hills durchgeführt werden. Ah, würde ich nicht sagen. War ein Unfall. War ein Unfall. Okay. Dann
Wollen wir mal weiter? Ich will nicht mehr. Ich will jetzt schon nicht mehr. Es wird halt immer, immer schlimmer. Ja, und ich warte nur auf den Moment, wo der Clown hinter uns steht und uns packt. Ich warte nur auf diesen Moment und ich glaube, den kippe ich vom Stuhl, sobald es der Fall ist. Ja, wir klappern wie immer alle Räume ab. Und da ist schon ein Zettel, okay. Soll der da schon sein? Das ist seltsam. Sie bellt laut, wenn ein Gewitter kommt. Aber lass Molly in Ruhe. Okay. Geht es um den Nachbarshund? Oder um den Hund, der ehemalige Hund unserer Vorgänger? Hier ist nichts. Oh nein, es soll bitte nichts dem Hund passieren. Aber ich glaube, da ist ja schon was passiert, ne? Das Bellen bilden wir uns, glaube ich, sogar nur ein. Bin mir aber nicht sicher. Es kann natürlich sein, dass da trotzdem ein Hund ist. Oh, ich kann die Tür... Ich vergesse, warum ich die Tür nicht zumachen kann. Ich kann halt wirklich nur vorbeilaufen. Und dass sie sich nicht mal erschreckt, dass die Türen von alleine zufallen. Die gute Vicky. Die gutste. Ja, hier ist auch nichts Neues. Wir können nicht mal hier raus. Das ist so ärgerlich. Will ich wissen, was es war? Will ich es wissen? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Ich glaube, ich will es nicht wissen. Also ich höre hier halt sehr viel. Ich weiß halt nicht, wie es in der Aufnahme für euch ist, aber ich höre verdammt viel auf dem Ohr und jedes kleinste Geräusch ist unglaublich unangenehm. Was? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, der arme Hund! Nein! Du dober Clown! Ich wollte gerade sagen, dass ich mich vor meinen eigenen Schatten erschrocken habe und da oben war auch noch ein Licht und dann läuft der hier lang! Oh mein Gott! Ich hab Gänsehaut! Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Fenster auflassen soll. Es wird immer seltsamer hier. Seltsam, ne? Das ist noch sehr harmlos ausgedrückt. Jetzt hat er dem armen Hund tatsächlich was getan. Oh, ich denke jedes Mal, da hängt ein Zettel, aber das ist nur die Lampe, glaube ich. Da dachte ich, ich habe mich vor meinem eigenen Schatten erschrocken und dann war das nur dieser hässliche Clown. Hier hat sich auch noch nichts getan, ne? Nicht viel zumindest. Alles so strange an. Und dunkel ist es hier, ne? So ein bisschen. Diskette. Alles klar. Unser Kumpel. Und was ist hier unten? Schuhe. Ja. Ich weiß gerade nicht, ob die Puppe wirklich neu ist, aber ich muss sagen, so gruselig sieht die hier gar nicht aus, im Gegensatz zu die im Schlafzimmer. Also ich finde, die lacht auch noch so friedlich, ne? Man muss ja ein bisschen positiv denken. Aber wenn die Türen knallen, ne? So, Musikzimmer! Thank you.
hinterfrage das nicht. Irgendwas so Jumpscare-artiges muss ja da passieren. Ich war jetzt schon da hinten, aber war ich... Den Zettel hatten wir, glaube ich, schon. Ich weiß, ihr mögt Luftballons. Nein. Alle Kinder tun das. Ich will raus. In meinem Eiswagen habe ich mehr davon. Ich bin gerade gar nicht weggekommen. War das so gewollt? Vorhin konnte ich, glaube ich, laufen. Ich hab das Gefühl, die Dinger liegen auch nicht umsonst hier. Und waren es schon immer drei Plüschtiere hier? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe zwar erst geschnitten, aber... Okay, wir finden einige Disketten. Oh, hier liegt auch noch eine. Das kann ich nicht öffnen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was wir für Disketten haben. Komm, wir legen mal die erste ein. Ich weiß auch gar nicht. Ich meine, ich kann hier nichts drauf erkennen. Nicht so weit. So, das. Ich glaube, die hatten wir schon. Oder die? Ich weiß es gerade nicht. Hier ist auf jeden Fall gerade nichts Verdächtiges. Und das kann ich halt einfach nicht lesen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Bedeutung hat, dass ich mir das jetzt hier alles angucke. Ich weiß es nicht. Halt. Oh, ich will nicht das Ei. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Ach, ich habe keine. Bringt auf jeden Fall gerade nicht so viel. Also, ich habe jetzt keine Lust, mir das wirklich ewig anzugucken. Und nachher kommt da so ein Gesicht. So ein Jumpscare-mäßig. Die Puppe bewegt sich, das ist sehr, sehr beruhigend. Ich habe schon 5 Ersatzbatterien. Finde ich unglaublich beruhigend. Das entspannt mich total. Was ist das? Das sind, glaube ich, Streichhölzer. Das entspannt mich total. Du bist richtig sympathisch. Wenn ich ihr Komplimente mache, vielleicht greift die mich dann nicht an. Tja. Okay. Da hinten war ich schon. Ich war eigentlich schon überall. Ich habe manchmal das Gefühl, ich höre noch extra Schritte, aber das kann auch nur eine reine Einbildung sein. Nein. Licht. Das Licht kann echt einfach mal anbleiben. Es hat gerade geflackert, das gefällt mir gar nicht. Hier ist auch nichts. Oh, eine neue Kassette. Alles klar. Oh, hallo. Wo nun die Fenster? Alles gut, alles gut. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Ich habe das Gefühl, je länger man irgendwie an ein Szenario hängt, umso mehr will er uns erschrecken. Und ach, das Feuer hat er auch ausgemacht. Ich weiß nicht, das Feuer gibt mir so eine gewisse Ruhe. Oh.
so lange, wie es halt noch möglich ist. Ich bin nur gerade ratlos heute. Bist du neu? Du bist doch neu, oder? Das ist mir nicht geheuer. Komm. Pizza, ich habe jetzt Bock auf Pizza. Zack. Wir machen Pizza. Pizza, Pizza. Mal gucken, ob das klappt. Aber ich vergesse die bestimmt sowieso. Leute, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich bin vorhin dem Schatten des Clowns gefolgt, aber... Das jetzt hier, das ist jetzt, sind überall Fenster aufgegangen oder habe ich das aufgemacht? Hier ist halt auch gar nichts. Oh, guck mal. Ui, die bewegt sich. Schön. Ich hoffe, die fällt nicht auf mich runter. Ist das ein Zettel? Noch irgendwie wieder so Fenster aufgesprungen. Fuck off! Du doofer Clown! Lass mich in Ruhe! Spar dir deinen Nervenkitzel! Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, Leute, ich habe immer noch nichts gefunden. Leider, leider, leider. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Aus Frust. Och. Mann! Mein eigener Schatten. Aus Frust werde ich jetzt hier ein Ei platzen lassen. Platze! Geh doch. Ich weiß es immer noch nicht. Und weiter geht's. Oh, die Pizza sieht gut aus. Das war lecker. Schön. So, ich habe so lange gesucht, dass meine Pizza gut durch war. Und dennoch weiß ich nicht weiter. Sie bellt laut, wenn ein Gewitter kommt. Aber lass Molly in Ruhe. Dennoch bin ich nicht schlauer als vorher. Also ich glaube, ich werde dann wohl eher einen Cut setzen. Hä? Hatten wir den Zettel schon oder? Der lag doch... Den habt ihr da jetzt die ganze Zeit. Ich weiß gerade nicht, ob wir den schon hatten, aber ich glaube... Knochenbrüche, Amputationen, offene Wunden. Ich habe schon viele Verletzungen bei Vierbeinern gesehen. Aber bei Molly, dem Hund der Harsons, so etwas ist mir noch nie untergekommen. Sie wäre an inneren Verletzungen gestorben, wenn ich sie nicht eingeschläfert hätte. Als ich den Hund geöffnet habe, fand ich im Magen etliches Besteck vor. Messer, Gabel, Löffel, sogar einen verdammten Dosenöffner. Wie ist das dort hineingelangt? Der Hund hätte das unmöglich schlucken können. Zuerst kam mir der Gedanke, dass die Harsons den Verlust ihrer Kinder an Molly ausgelassen haben, als ich ihren Mageninhalt mit eigenen Augen gesehen hatte. Hier war etwas am Werk, was ich nicht begreife. Ich werde aber etwas anderes in den Befund schreiben. Eine Infektion oder so etwas. Sonst erklärt man mich noch für verrückt. Hä, warum? Du kannst es doch nachweisen, dass es da drin war. Oder denke ich da jetzt falsch? Was zum Teufel hat der Mistkerl mit dem Hund gemacht? Scheiße. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse es, wenn Tieren irgendwas passiert. Das ist echt hart. Das ist wirklich hart.
Wir müssen noch mehr.